Jesus. Und Josef und Maria brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Im Tempel befand sich ein gerechter und frommer Mann, dem vom Heiligen Geist offenbart worden war, er werde den Tod nicht schauen, ehe er nicht den Christus gesehen habe. Sein Name war Simeon. Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden scheiden, wie dein Wort es verheißen hat. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dieses Kind ist auserwählt von Gott. Meinen Segen für euch beide. Und als sie alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, verließen sie Jerusalem und kehrten nach Nazareth zurück. Als Jesus 12 Jahre alt geworden war, zogen Josef und Maria mit ihm zum Passafest nach Jerusalem. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Was ist das für ein Kind, das solche Fragen stellt? Er kommt aus Nazareth. Wir dachten, er wäre bei uns. Verzeiht ihm seinen Eifer. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt. Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück. Und seine Weisheit nahm zu. Und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.